Herzlich willkommen zu unserem Abendgebet. Schön, dass Sie da sind. Wir wollen in dieser Zeit miteinander verbunden sein. Und wir wollen miteinander beten und füreinander beten. Und darum nehme ich Sie jetzt mit in unsere Kirche. Wir sind jetzt in der Kirche und feiern dieses Abendgebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Wir beten gemeinsam einen Vertrauenspsalm, der uns Halt geben will in ungewissen Zeiten. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor den Grauen der Nacht. Vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Er wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird sich deinem Haus nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Wir wollen jetzt die Gebetsanliegen aufnehmen, die hier in der Kirche im Gebetsbuch aufgeschrieben sind und von denen wir in den letzten Tagen in unserem Dorf erfahren haben. Wir beten für die Handwerker und Unternehmer in unserem Dorf mit Existenzängsten. Für alle Pflegenden und Ärzte, die sich sorgen um Kranke und Schwache. Für die Kassiererinnen in den Supermärkten. Für Menschen, die ihren geliebten Partner oder Partnerin verloren haben und sich jetzt noch mehr allein fühlen. Für die Großeltern, die sich nach ihren Großkindern sehnen. Für unsere Ministrantinnen und Ministranten, die für unsere Senioren unterwegs sind. Für Familienangehörige, die den Kontakt abgebrochen haben. Für die Eltern von Sophia.
für die 7-jährige Lorin. Für Agnes, Pius, Lucia, Erwin, Berti, Emerita, Anni, Monika, Ursula, Bruno, Pia, Sepp und alle, die Hilfe von anderen benötigen. Wir denken an sie in der Stille. Lass deinen Frieden unter uns erstrahlen und befreie uns in deiner Liebe. Für alle Christen auf der ganzen Erde, für alle Leidgeprüften und Bedrückten, für alle, die Hilfe und Mitgefühl brauchen, bitten wir dich. Für alle, die wir hier zusammen sind, dass wir stets einander beistehen, bitten wir dich. Diesen Tag, Gott, legen wir zurück in deine Hand. Du gabst ihn uns. Du gabst uns Zeit füreinander. Wir danken dir für alles, was uns gelungen ist. Wir danken dir, dass du uns behütet hast. Wir bitten dich um Vergebung für das, was wir versäumt haben. Was wir erlebt haben, legen wir zurück in deine Hand. Die Nacht ist die Decke deines Friedens, Gott. Dein Rhythmus der Ruhe für alle Menschen. Die Nacht ist der Mantel deiner Freundlichkeit, Gott. Die Wärme deiner schützenden Hand über deiner Erde. Die Dunkelheit der Nacht birgt die Zeichen der Ewigkeit, deine fortdauernde Liebe in allem Lebendigen. Voll Vertrauen auf dich überlassen wir uns einem erholsamen Schlaf. Voll Vertrauen in dich legen wir die Sorgen des Tages beiseite. In unserem Schlaf sei du unser Begleiter. In unserem Erwachen sei du das Geschenk des neuen Tages. Beten wir gemeinsam und in ökumenischer Gemeinschaft, das unser Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne uns und behüte uns der begleitende und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehen wir gesegnet in die Nacht. Gott ist da und der Herr bleibe bei uns.